Hallo liebe Modellbahnfreunde und Freunde meines Kanals. Als ich vor einigen Wochen im Rahmen meines neuen Bahnhofumbaus mein kleines Display vorgestellt habe, wo ich im Wechsel der Zugfolge anzeige, welcher Zug und zu welcher Fahrzeit vorgesehen ist, habe ich scheinbar einen riesen Hype ausgelöst, wo an allen Enden im YouTube und im Internet solche Displays gezeigt und programmiert werden. Nun habe ich auch mitbekommen, dass man bei der Bundesbahn die aktuellen Fahrplaninformationen herunterladen kann und in die Displays-Anzeige integrieren kann. Mir kam dann die Idee, mein Bahnhof hat drei Gleise, Gleis 1, Gleis 2, Gleis 3. Ich nehme die Daten vom Gießener Bahnhof, Gleis 1 bis 3, und mache mir dann drei Displays mit Gleis 1 bis 3, die dann die aktuellen Daten mit Uhrzeit von der Deutschen Bundesbahn übernehmen. Und ich überlege inzwischen, ob ich das auch auf meine Eisenbahn integriere und dann die Züge nach diesem Fahrplan fahre. Allerdings führt das wahrscheinlich zu sehr großen Pausen. Aber die Idee ist zumindest mal geboren. Ich zeige euch jetzt im Anschluss, wie die Displays programmiert aussehen. Und wer Interesse hat, kann mich gerne über die Kommentare oder über meine E-Mail-Adresse ansprechen. Nun zeige ich euch das Display. Oben steht mein Bahnhof natürlich, St. Niklaus, dann Uhrzeit, das jeweilige Gleis und dann die Auflistung der Züge, die von diesem Gleis abfahren. Das Flackern kommt durch den Wechsel und Aktualisierung und das geringe Flackern liegt an den Lichtverhältnissen. Ich habe es gleich nochmal mit anderen Lichtverhältnissen probiert. Es ist dann etwas besser. Falls ihr Interesse habt, wie gesagt, Kommentare oder E-Mail.